Winter is coming. Aber warum eigentlich? Herzlich willkommen zu Frag die Bonner Forscher. Heute beantworten wir mit dem Bonner Astronom und frisch gebackenen Hans-Ludwig-Neumann-Preisträger Dr. Michael Geffert noch mehr Fragen zum Thema Astronomie. Warum gibt's nicht nur Sommer? Auch vor Game of Thrones war klar, dass in unseren Breiten irgendwann der Winter kommt und nicht ständig Sommer sein kann. Der Grund dafür ist schräg. Das hängt damit zusammen, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne herum zwar ganz normal auf einer Bahn geht, aber sie selber ja auch noch um sich selber dreht. Und diese Achse, die Drehachse, die steht schräg auf der Bahnachse. Und das hat zum Effekt, dass in einer Position sozusagen die Sonne den nördlichen Teil sehr viel direkter bescheint als den südlichen Teil und ein halbes Jahr später genau umgekehrt. Und deswegen haben wir auf der Erde auch, wenn wir auf der Nordhalbkugel Sommer haben, auf der Südhalbkugel Winter und umgekehrt. Die Rotationsachse der Erde ist also geneigt um 23,5 Grad relativ zur Umlaufbahn. Im Sommer beschert uns diese Neigung einen hohen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen. In Bonn sind das zum Beispiel bis zu 63 Grad über dem Horizont. Im Winter geht es dann runter bis auf 16 Grad über dem Horizont. Der Einfallswinkel entscheidet letztendlich, wie viel Sonnenenergie pro Fläche bei uns ankommt. Das ist im Sommer eben mehr und im Winter weniger. Wie hoch die Sonne in eurer Stadt am höchsten oder niedrigsten Punkt steht, könnt ihr übrigens ganz einfach berechnen. Keine Angst, dazu braucht ihr nur den Betrag eurer Breitenkoordinate, den findet ihr zum Beispiel bei Google und Co., und diese einfache Formel. 90 Grad minus eurer Koordinate, zum Beispiel 50,7 Grad für Bonn, und dann plus 23,5 Grad für den höchsten und minus 23,5 Grad für den niedrigsten Sonnenstand. Und wo wir gerade schon bei der Sonne sind... Wann wird die Sonne explodieren? Eines steht fest, Sterne können explodieren. Aber bei Milliarden von Sternen allein in unserer Milchstraße gilt, kein Stern ist wie der andere. Ja, die Frage, wann die Sonne explodieren würde, würde ich dann erstmal mit nie beantworten. Die Sonne ist also kein Stern, der am Ende seines Lebens explodiert, sondern die Sonne wird sich entwickeln. Sie wird sich also aufblähen und zu einem roten Riesen werden. Das heißt, sie wird sehr groß und dann zieht sie sich dann entsprechend zusammen. Der äußere Teil wird vermutlich abgestoßen als Gashülle und der innere, der verbleibende Teil wird dann als weißer Zwerg übrig bleiben. Auch wenn die Sonne mit 1,4 Millionen Kilometern Durchmesser mehr als 100 Mal so groß ist wie die Erde, ist sie im Vergleich mit anderen Sternen doch eher durchschnittlich. Damit ein Stern in einer sogenannten Supernova explodieren kann, muss er in der Regel mehr als 8 Mal so viel Masse haben wie unsere Sonne. Die genauen Abläufe bei einer Supernova sind allerdings sehr kompliziert und sie können verschiedene Ursachen haben. Jede davon wäre eine eigene Ausgabe von Frag die Bonner Forscher wert, also bleiben wir lieber erstmal bei unserer Sonne. Seit ihrer Geburt vor 4,6 Milliarden Jahren hat sich die Sonne stetig weiterentwickelt. Durchmesser und Helligkeit steigen kontinuierlich an, wovon wir allerdings nicht viel mitbekommen. In 1 bis 2 Milliarden Jahren wird es allerdings langsam ungemütlich auf der Erde. Die Temperaturen steigen bis über den Siedepunkt von Wasser hinaus. Leben, wie wir es kennen, kann dann nicht mehr existieren. Von unserem vielleicht neuen Domizil weiter draußen im Sonnensystem könnten wir dann beobachten, wie sich die Sonne nach 11 bis 12 Milliarden Jahren Lebenszeit auf das 200-fache ihres aktuellen Durchmessers aufbläht, womöglich bis über die Erdumlaufbahn hinaus. Dieser rote Riese hält allerdings nicht lange durch. Wenn die Kernfusion im Inneren erlischt, übernimmt die Gravitation das Kommando und die Sonne fällt unter ihrem eigenen Gewicht in sich zusammen. Nach ein paar hundert Millionen Jahren ist dann nur noch ein weißer Zwerg übrig. Etwa so groß wie die Erde, aber immer noch halb so schwer wie die Sonne heute. Dieser weiße Zwerg kann sogar noch einige Milliarden Jahre weiter glühen, bis auch er irgendwann komplett erlischt. Aber Kopf hoch, ein paar hundert Millionen Jahre haben wir ja noch. Das war Frag die Bonner Forscher. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Falls auch ihr eine Frage an unsere Expertinnen und Experten habt, dann stellt sie uns einfach in den Kommentaren. Und nicht vergessen, UniBonnTV auf YouTube zu abonnieren. Dann wisst ihr sofort Bescheid, wenn die neue Folge online ist. Bis dahin, neugierig bleiben.